Herr Gassert, die Auslagerung von Pensionszusagen, von Direktzusagen, ist ja ein sehr aktuelles Thema, auch vor dem Hintergrund von Billmock. Welche Möglichkeiten bietet hier das unabhängige Versorgungswerk in Verbindung mit der Auslagerung von Pensionszusagen? Ja. Es ist so, dass die allermeisten Pensionszusagen sind leider nicht ausfinanziert. Die wurden eben aus steuerlicher Motivation eingerichtet. Das heißt, der Versorgungsgedanke stand damals nicht im Vordergrund, was natürlich oftmals im Rentenbezug zu großen Problemen führt. Zum einen ist oftmals zu wenig Kapital da, um die Rente dann auszahlen zu können. Zum anderen sind natürlich gewisse bilanzielle Risiken vorhanden, was den Verkauf des Unternehmens sehr, sehr schwer machen. Hier bieten wir also eine Lösung an. Das heißt, wir können die Pensionszusage 1:1 auf das unabhängige Versorgungswerk übertragen, was zur Folge hat, dass zum einen der Kapitalbedarf erheblich geringer wird wie bei der normalen Versichererlösung. Zum anderen werden die Rückstellungen steuerneutral aufgelöst, was den Verkauf des Unternehmens erheblich erleichtert und was das Risiko für den Erwerber deutlich reduziert. Dadurch wird normalerweise der Wert des Unternehmens steigen, weil eben der Erwerber nicht die Katze im Sack kauft.